Hey und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft 1.5.2 oder sowas. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das nennen will. Ich habe mich auf die Suche nach Appetite gemacht und habe nichts gefunden. Nirgendwo. Ich habe gedacht, okay, dann erzähle ich halt Mistcraft, ging aber nicht. Das ist noch nicht so weit. Was man sich ja nehmen könnte. Na gut, ich habe jetzt übrigens auch mein neues Talent, ein weiteres Talent festgestellt, und zwar ID-Konflikte. Ich habe mich ein Talent dafür, Item-IDs so zu verlegen, dass ich welche besetzt, die bereits besetzt sind. Es gibt 30.000 IDs. Und ich schaff's trotzdem. Ja, okay, keine 30.000, aber etwas weniger. 30.000, wo es wirklich ID-Ranges gibt, wo tausende IDs frei sind zwischendurch. Und ich schaff's, die zu erwischen, die schon besetzt sind. Egal, naja, ich habe die ID-Konflikte jetzt auch da behoben. Und naja, jetzt hat sich das relativ gut erledigt. Und ich hoffe, dass es natürlich auch so bleibt. Kommt mir das nur so vor, da kriege ich manchmal die Bowls nicht. Ich habe das Gefühl, dass es immer wieder weniger werden. Naja. Jedenfalls habe ich jetzt Extra Bees installiert. Das heißt, wir können jetzt noch mehr gute Sachen finden. Problem ist natürlich, dass wir keine von den Bees finden werden in der nächsten Zeit. Weil wir schon die meisten Sachen davon besetzt haben. Das hier, das hier, das hier, das hier. Kombinieren. Up. Und mir gehen die Schalen aus. Okay, 17 Stück, das ist ein bisschen was. Der brennt immer noch sehr langsam. Aber gut, ich denke, damit können wir jetzt dieses Mal tatsächlich anfangen, ein bisschen was für Bienen zu tun. Dafür gibt's gibt's einmal das Bee-Haus. Was relativ einfach zu machen ist, einfach ein paar eine Kuh mit Planks umrunden, bisschen Slabs oben drauf, man kriegt ein Bee-Haus. Die produzieren mäßig, ist allerdings nicht so nicht gut, Apiari, weil die keine Sachen machen können. Interessanter ist das Apiary. Dafür brauchen wir Impregnated Casings. Okay, wie kriegt man Impregnated Casings her? Ja, man nimmt 8 Planks in einen Carpenter und mit ein bisschen Seed Oil. Und zwar mit 250 ml Seed Oil. Dafür braucht man einen, ihr ratet schon, Squeezer dafür. Genau, Squeezer braucht Ingots, Zinn und Sweat Casing. Das heißt, ich kann jetzt langsam mal wieder anfangen, meine Sachen rauszunehmen. Das hier. Ich sollte doch bereits ein Sturdy Casing haben. Aber ich brauche trotzdem Kupfer noch. Das und ein bisschen Bronze. Und ich hätte trotzdem noch gern mein Haus wieder gehabt. Boah, ist das unübersichtlich. Nö, ich sehe es jetzt nicht. Dann machen wir ein neues. Dazu habe ich gesagt, brauche ich einmal das hier. Ich kann gleich ein zweites auch noch herstellen. So, Sturdy Casings. Einmal mit Zinn. Oh, ich habe vergessen, Glas mitzunehmen. Glas ist wichtig. In Forestry. Da ist es ja. 62? Das war vorher mal weniger, denke ich. Aber okay. Einmal hier, einmal da, einmal dort und wir haben unseren Squeezer. Wenn ich das gleiche mit Kupfer mache, mit Bronze mache, meine ich, müsste ich meinen Carpenter kriegen. Und damit haben wir unsere beiden Maschinen, die wir für den Anfang brauchen. Gut, dafür bräuchten wir natürlich ein bisschen Platz, oder? Naja, was haltet ihr davon, wenn wir hier mal ein bisschen umbauen? Oh, da haben wir in der Wand noch ein paar schöne Kristalle, die kann ich allerdings hier nicht brauchen. Deshalb mache ich mal kurz ein wenig so. Und hier drüben auch noch ein bisschen mehr Platz. Einmal dahin. Dekorieren. Und dann, wenn das erledigt ist, wenn wir schon wieder... Doch, wir haben Soundeffekte an, aber ich höre nichts. Egal. Manchmal ist ein bisschen buggy am Anfang, nachdem ich es gestartet habe. Okay, so. Nicht mehr so schön hin wie letztens. Okay. Was brauchen wir für einen Carpenter? Naja, wir haben gesagt, wir brauchen Seed Oil. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich denke nicht, dass es funktionieren wird. Das heißt, ich werde es mal hier hinten tun. Dann brauche ich eine Wooden Pipe. Es gibt eine Automatic Wooden Pipe. Wir brauchen aber die Waterproof. Dafür brauchen wir Pipe Waterproofing. Dafür brauchen wir zum Beispiel das Ding. Ansonsten geht natürlich auch Kaktus, den ich zufälligerweise da habe. Dafür brauche ich nur ein bisschen Kaktusgrün. Ich Netherrack da.
Ja, ich habe auf jeden Fall Netherrack hier. Irgendwo. Jetzt müssen wir mal auftauchen. Da. Und dann brauche ich hier mal einen Schwung. Wieder da rein mit dem Zeugs. Ich glaube, das ist theoretisch. Die stackt da das ganze Zeug. Okay. Einmal das hier. Einmal das hier. Und dann kann ich zwei weitere dieser Öfen bauen. Ich könnte wahrscheinlich einfach noch schnell einen weiteren bauen, aber das passt schon. Jetzt brauche ich nur was, um die anzuzünden. Ich habe schon zwei Flintensteels hier drin, das heißt, ich brauche nicht noch mal welche. Wie immer, Flint. Und dann sieht man es deutlich schneller. Da ist Flint, da ist Flintensteel. Ich liebe diese Variante. So. Eins, zwei und wieder wegsortiert. Jetzt brauche ich, wie gesagt, was wollte ich haben? Ich wollte Seeds brauche ich. Ah ja, ich wollte genau Kaktus haben. Machen wir es mal so, dann brauche ich ein bisschen Holz, das kann ich mir gleich mal machen. Du schmelzt mal kurz das ein, als ich tue die Hälfte in den anderen, weil es schneller geht. Wir wissen 90 Sekunden pro Stück, wir brauchen inzwischen im Moment nur ein einziges im Moment. Eins und zwei, das in die Mitte. Dann brauche ich, oh man, das sieht doch schon wieder falsch aus in der Hand. Kann ich die natürlich doch, ich hab's schon richtig. Dann brauche ich einen Wrench, oder kann ich, nö, kann ich mir sparen. Dann brauche ich einen wunden Engine, dafür brauche ich einen Kolben. Brauche ich Redstone und Cobblestone. Redstone habe ich überhaupt keins mehr, oder? Doch ein bisschen was müsste ich schon haben. Redstone, da. Eisen habe ich, Holz habe ich wenig. Und dann, ja, ich habe ja gesagt, ich brauche demnächst mal Holz. Aber gut, eins. Bisschen hiervon, bisschen davon, eins dort von. Und wir haben unseren Kolben. Jetzt brauchen wir zwei Wooden Gears. So ungefähr. Mit denen geht das nicht. Na toll, ich hasse es, wenn irgendwelche Sachen nicht austauschbar sind. Wenn die da Vanilla Sticks für nehmen. Den da rein. Kann ich die Sticks auch lagern? Ah, ich hasse es. Warum müssen die da extra farbige Sticks haben? So, zwei von denen. Dann brauche ich Glas und ein bisschen Holz. Und wir haben unseren Redstone Engine, dann brauchen wir eine Fackel, brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, die Sache loszulösen. Frag mich übrigens nicht, warum da immer Creeper auftauchen hier unten. An diesen drei Stellen gibt es da noch ein bisschen Probleme. Okay. Ich mach's jetzt wieder aus, weil wir es nicht brauchen. Naja, den muss ich natürlich wieder abnehmen. Ich brauche ja keine Feste, ich brauche eine Liquid Pipe. Dann nehmen wir doch gleich mal die her, machen wir Liquid draus, passt. Jetzt kommt der dahin, eins drüber, passt. Ab jetzt wird da rausgesaugt. Jetzt müssen wir da nur noch Seeds reintun. Wie kriegen wir am besten Seeds? Naja, Seeds haben wir doch hier in Massen. Ich muss nur dran denken, die Sachen immer nachzupflanzen. Wir haben so viel Barley. Ja. Egal, ich habe ein bisschen was abgerissen, was noch nicht fertig war. Passt aber auch. Okay, das ist besetzt. Gut, dann hier und da und dort und dort. 9 Seeds, use. Ah, okay, die kann ich gar nicht dafür verwenden. Oder gehen die? Das schaue ich jetzt trotzdem mal nach. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Nö, geht nicht. Okay, da muss ich was anderes einfallen, mir einfallen lassen, wo ich Seeds herbekomme. Pumpkin. Wieder mal suchen. Da war er eben. Da. Weil dann mache ich hier nämlich meine Seeds draus. Und werde da meinen Schwung anpflanzen, einfach so. Ich denke, dass ich die am besten hier anpflanze. Und dann kann ich den Rest nämlich weiterverwenden, so. Okay, jetzt als nächstes das Barley-Zeugs kann ich als Weizen verwenden später. Das heißt, ich werde es mal aufheben.
Moment, jetzt habe ich die Seeds weggeschmissen, das wollte ich eigentlich nicht. Barney Seeds. Ich weiß, auf der rechten Seite waren sie gerade eben. Ich bin immer so ein bisschen blind bei dem Suchen. Da. Die restlichen kann ich zumindest nehmen. Die gehen auf jeden Fall da rein. Die bringen nur leider nicht sonderlich viel. The Users. Ja. Use. Man sieht's. Die bringen 0,010. Und das heißt, wir brauchen 10, 20, 25 Stück für ein Dings. Das dürfte reichen. Dann brauche ich nur noch einen Engine, der die Sachen verarbeitet. Da könnte ich natürlich auch wieder einen Wooden-Engine hernehmen. Allerdings werde ich hierfür einen Stein-Engine hernehmen. Das dürfte sich mehr lohnen. Dann brauche ich ein wenig Sticks. Dafür brauche ich ein anständiges Holz. Great Wood ist nicht gerade geeignet. Dafür es gibt normale Sticks. Boah. Ich brauche dringendst mal was anständig, normales Holz, Rubberwood. Die Sachen dürften reichen. Einmal das hier, 12. Das passt, da kann ich meine zwei Dinger bauen. Glas müsste ich noch haben. Die hier. Einmal umrunden mit dem Zeugs. So. Sobald ich das habe, kann ich jetzt hier eins, dahin eins. Oh, ich brauche erst noch einen Kolben. Einen Kolben, Kolben hierhin, das dahin, die Sachen dorthin, und die beiden hierhin. Sterling Engine. Dings haben wir schon. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch gleich mit dem was powern. Ich denke, und ich brauche einen Ranch. Gut, dann das heißt, ich brauche noch meinen Gear, ein bisschen Eisen. Gear aus Stein. Drei Eisen drumherum und wir haben unseren Ranch. Dass der gleich in die richtige Maschinenrichtung zeigt. Okay, dann brauche ich als nächstes ein bisschen was zum Anzünden. Das geht, das sollte reichen. Ich werde es doch so machen. Du gehst da rein und dann machst du das hier. Ein MJ für 300 Ticks. Ist zwar wenig, wird aber hoffentlich reichen. Ja, okay, der haut alles raus, das passt. Und dann dürfte es ja einen Carpenter geben. Sobald es genug ist, dürften wir dann, wenn wir 8 Blanks haben, 8 Blocks haben, also 8 von den Dingern hier, nee, ich will irgendwas anderes auch noch hernehmen. Man kann seine Holzkohle schmelzen, man kann das Fuel nehmen, okay, passt schon. Bin ich mal gespannt, ob das geht. No Recipe, okay, das geht nicht mit dem Zeugs. Wie ich das hasse, wie ich das hasse, wie ich das hasse. Die kommen mal kurz mit, die Sachen gehen da rein, dann kann ich ein bisschen Holzkohle herstellen in der Zeit. Dann muss ich also erstmal ein bisschen Holz fällen gehen. Aber ich hasse das. Ständigkeiten Holz zu haben. Wir werden natürlich später schauen, dass wir ein bisschen was machen, wenn wir Dschungelbäume oder sowas anpflanzen und das war natürlich genial. Einmal wieder ein Bären ein bisschen Zeugs essen. So. Ich erhöhe jetzt auch nochmal ein bisschen weiter, einfach, dass ich die Möglichkeit dafür habe. Und da müssen wir mein Headshot auch mal demnächst reparieren. Ich könnte natürlich nochmal schauen, dass ich ein bisschen Weizen farm. Anstatt den Barley. Das würde mir den Vorteil schaffen, dass ich dass ich Repair machen könnte. Also auf die anderen beiden Sachen, weil mir das langsam auf die Nerven geht. Mit dem Hey, deine Werkzeuge sind fast kaputt, obwohl ich sie fast nie verwende. Das wäre vielleicht sinnvoll. Und ich habe nicht Lust, hier ewig lang Dungeons zu suchen. Das heißt, ich bräuchte einfach nur 9 Wasser und 9 Weizen. Problem ist, ich habe gleich überhaupt keine normale Seeds. Naja gut. Jetzt habe ich gesagt, Holz, genau das. Mit dem muss es gehen. Oder geht es nur mit Oak? Das muss ich schauen. Apiary, das kann nämlich auch sein. Impignate, nö, das geht mit allen Sorten Holz, die von Forestry oder sowas hinzugefügt werden. Ja, genau das wollte ich haben. Missing Resources. Ja, nämlich Seed Oil. Wie lange läuft das noch? Das läuft noch einen Augenblick.
Dann sollte ich vielleicht auch mein Holz da reintun. Und dann werde ich da später umschließen können, dann passt es. Noch irgendwas Wichtiges? Nicht direkt. Ich könnte natürlich so lange schon mal ein Bee-Haus bauen. Das hier, ne, ich habe nicht genug Holz. Ich habe ja eine Mining Turtle mit Feller, die hat das Ultimate Woodchopper Programm drauf. Da wir allerdings im Moment auf dem Server die Regel geändert haben, dass der keinen Fuel braucht, geht das Ding nämlich im Moment nicht. Das ist nämlich ein bisschen doof gewesen, aber okay. Die kann ich auch nochmal einlagern. Habe ich noch irgendwas, was ich unbedingt geschmolzen haben will? Nun nicht direkt im Moment. Dann tue ich noch ein bisschen Fleisch einschmelzen. Man hat ja nie genug von dem Zeug. Ich finde es sowieso praktisch. Kostenloses Schmelzen. Dauert zwar eine Weile, aber ist praktisch. Und dann sollte ich demnächst anfangen, mir meinen kleinen Dings zu bauen. Kleinen Ort, wo ich meine Kühe und Schafe und sowas halten wollen werde. Werden wollen Dingskirchens. Und dann könnten wir langsam fast mit Farmcraft anfangen. Wir haben so viele Ressourcen dafür. Wir haben so viel Schmarrn, den man für alles Mögliche hernehmen kann. Deshalb würde sich das sogar lohnen. Dafür bräuchte ich nur ein Bücherregal. Dafür bräuchte ich 3 Bücher. 1 Stick. Den Stick dürfte ich sogar haben. Ein bisschen Holz. Ich habe keine Sticks mehr. Boah, das ist der Wahnsinn. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem aus. Wenn ich da Sticks rauskriege, die funktionieren, dann brauche ich ein bisschen Gold. Und eins von den Shards. Ja, ich habe einen guten Schwung von den Dingern gesammelt. Ich wollte natürlich nicht zu viel nehmen. Das hier halt. Einmal umwandeln. Das hier hin, dahin und dorthin. Oh, das geht natürlich nicht mit den Billig-Sticks. Ich hasse das, wenn da so scheiß Sticks über sowas ist. Habe ich da eigentlich mehr reingetan, als ich brauche? Ja. Warum können die nicht einfach ganz normale Sticks geben? Keine 0815 Sticks. Das wäre so viel angenehmer. Anstatt dieses komische Zeugs, das braucht doch kein Mensch. So. Man sieht, der recharge doch schön, das ist super. Dann brauche ich nur noch ein bisschen normales Holz. Ihr wisst ja, dass ich nochmal Holz fällen gehen muss. Ich gehe davon aus, dass sie auch ein komisches Bücherregal nachher machen. Und das würde ich da doch lieber vermeiden. Weil, ja, ihr wisst's. Man kann sich leiden. So, einmal nach oben bitte. Das war alles Holz, was dieser Riesenbaum hier drin hatte. Na toll, das hat sich ja voll gelohnt. Naja. Gut, eins hierhin, eins dahin, eins dorthin und dann dürften wir demnächst wieder Holz haben, wenn wir wieder welches brauchen. Dann einmal Planks. Gimme mit Planks. Das war doof. Das hier Bookshelf. Bookshelf nehmen, Beast dran und man hat das Thaumanomicon. Nice. Smoky Crow Quartz. Das ist halt eine Invertierung von dem Dings, das kommt von dem anderen Mod. Sieht, das ist schon richtig schön und groß geworden. Wie man hier schon die ganzen Forschungen sieht von Anfang an. So viele coole Items. Name Tags, Golems. Da kann man so viel machen mit. Naja, jetzt brauche ich jetzt nächstes Mal wieder ein bisschen Holz. Na, Moment, war das nicht ein ich muss schauen, wie die Dinge überhaupt gingen. Table gegen... Ah, mit Planks und Slabs, okay. Das hier? Mach mal. Ich hätte gedacht, dass ich das komplett durchgezogen habe. Das hier hin, so, 2 Tables. Und zwar mache ich einen zum Arcane Worktable. Ich werde die, wie gesagt, mal irgendwo anders hin platzieren, sobald ich Platz habe. Im Moment ist noch ein bisschen schwierig. Das heißt, du kriegst mal keinen Worktable. Das ist schon mal das erste. Jetzt brauche ich nochmal 2 Table. Das heißt, ich bräuchte nochmal ein bisschen mehr Zeugs. Wenn ich fast davon ausgehe, dass die auch ein komisches Slabs herstellen.
die dann nachher wieder nicht gehen. Ich werde es trotzdem probieren. Mit den Fire Slabs, ob es damit geht. Die machen nicht mal Planks. Hey, die machen nicht mal sowas. Okay. Dann probiere ich es in die andere Richtung aus. Wenn ich die habe. Das dürfte vielleicht gehen. Natürlich geht auch das nicht. Ich hasse das. So viel müdiger zur Zeit. Bisschen ewig das annervt. Das ist sowas von utopisch unangenehm. Warum nutzen die kein richtige, kein API? Nein, das müsste doch genauso mit dem Forge-API-Dings gehen. Mit dem Forge-Lexikon. Man braucht doch nicht nur die Vanilla-Sachen nehmen, sondern auch andere Holze. Nö, die nicht. Und Forestry auch. Also da hat es Natura nicht richtig verwendet mit den Planks und sowas, dass sie nicht austauschbar sind. Egal. Okay, jetzt aber. Planks bitte. 1, 2. Einmal so. Dann brauche ich einmal das hier. Dann brauche ich eine Feder. Und einmal Tinte. Müsste ich beides haben. Wenn ich's finde, ist natürlich die Frage. Feder oder Tinte, Feder oder Tinte, Feder oder Tinte. Da war die Tinte. Feder oder Tinte, das gibt's so. Ja, da haben wir unsere Federn. Jetzt brauchen wir noch unsere Tinte, glaube ich, habe ich gesagt. Ich muss nur schauen, wo was schwarz ist. Boah. Passt und das war doch zusammen, wenn ich mich nicht täusche, eines dieser Scribbling Tables. Und dann kann ich die nämlich kombinieren. 1, 2. Hier hin. Und wir haben unseren Tisch zum Suchen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Papier, von dem wir relativ wenig haben dürften. Doch wir haben so ein Schwungpapier. Und dann geht's ans Researchen. Das hier rein. Hier rein bitte. Dann nehmen wir Cobblestone zum Suchen. Aluminium braucht Destruction und Power, das weiß ich. Power gibt's an verschiedensten Stellen. Haben die eigentlich irgendwelche Sachen? Nee, natürlich nicht. Hat da inzwischen ein bisschen was davon geschmolzen? Nice. Das ist genau das, was ich haben wollte. Passt. Aluminium. Hey, danke für den Research. Ich werde übrigens nicht alles on camera machen mit dem Research. Nochmal Kabel rein. Wir sehen, es bringt was. Boah, braucht das viel von dem Zeugs. Wir haben jetzt fast komplett das Kabel weggehauen. Gunpowder. Da brauche ich dann auch nochmal... Wenn du mir sagst Gunpowder, dann kann ich doch auch gleich Gunpowder da reinhauen, oder nicht? Weil davon müsste ich nämlich auch einen guten Schwung haben. Inzwischen. Zwar gehen mir die Creeper meistens hoch, aber ich muss trotzdem ein bisschen was haben. Genau. Gunpowder. Und ich werde mir demnächst ein neues Kistensystem zulegen, weil das geht mir auf die Nerven. Ich denke euch auch. Exchange. Oh, Exchange. Da habe ich, glaube ich, wenig. Habe ich irgendwas mit Exchange drauf? Ich denke nicht. Das sind nämlich hauptsächlich Seeds, die das haben. Und das Problem ist, wir haben ja, wie gesagt, wenig Seeds. Exchange, das habe ich ja überhaupt nicht. Ah, doch, da, ja, ich habe noch 3 Pumpkin Seeds. Dann würde ich fast sagen, wir gehen auf Cursory. Und es hat auch nichts geholfen. Der hat keine Ressourcen mehr. Dann feuern wir ihn mal wieder an. Und hoffen, dass es dann ausreicht. Oh, stimmt, ich habe Bone Meal verwenden können, um die Dinge hier zumindest schon mal wachsen lassen zu können. Ich hoffe, dass sie später mal das alles ein bisschen zügiger machen. Dass ich mich nicht immer darum kümmern muss. Das nervt. Oh, der wächst da drauf. Klasse. Dann habe ich einen Geist-Shroom schon mal. Nur, dass ihr mal seht, wie sowas aussieht. So,
Und auch das gleiche so. Damit sind die gewachsen. Das sieht natürlich nice aus. Ich werde nur den hier verwenden, weil ich ein bisschen Tempo haben will. Aber wie groß dieser Pilz ist, das ist Wahnsinn. Wenn die hier wachsen können, dann ist es natürlich nice. Dann versuche ich das gleiche nochmal mit dem Greenen. Mit dem, der Grüne will nicht. Der Blaue wahrscheinlich auch nicht. Nö, die sind wahrscheinlich zu groß. Weil hier geht's immer. Das heißt, die brauchen eine andere Voraussetzung. Interessant. Egal, wir haben ein bisschen mehr von dem Pilz. Oh, die Hatcher ist kaputt. Nice. Ich bin absolut begeistert. Ich bin sowas von begeistert, dass ich demnächst Samen farmen werde. Ich werde also demnächst mal uns Barley Farm gegen eine Wheat Farm ersetzen, dass wir Samen haben und eventuell die nebendran auch ersetzen oder ein bisschen größer machen oder sowas. Purple Shroom, Neon Shroom, Uses. Ich glaube, die kann man sogar für irgendwas verwenden. Nur für Stews. Okay. Ich glaube, die kann man auch essen. Nö, die kann man nicht essen. Die leuchten aber schön. Was wollte ich eben holen? Eisen. Genau, Eisen. Ja, mein Hatchet kaputt gegangen ist. Jetzt erinnere ich mich wieder. So leicht lässt sich das reparieren. 1, 2 und... Es war nicht komplett repariert, aber es ist relativ gut repariert worden. Und das ist das Wichtige. Unsere Hauptspitzhacke hat immer noch Schaden, weil wir nicht sonderlich viel draußen sind. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man ein offenes Haus hat, wo immer Sonne reinfällt und nicht komplett unterirdisch ist, wie ich. Okay, ich habe übrigens vor, hier noch deutlich größere Räume zu machen. Ich freue mich schon auf das Liquid Glowstone-Zeugs. Das wird richtig schön cool. Wenn ich da mal hingehe, ich glaube, ich müsste sogar Glowstone haben in einer gewissen Menge. Ich habe noch Weizen. Wie viel Weizen habe ich denn? 14. Dann nehme ich mal das hier. Dann nehme ich ein paar Eimer mit. Inzwischen müsste ich hier schon eine gute Menge an dem Zeugs eingelagert haben. Ich brauche nur 9 Stück. Und dann brauche ich Cobblestone. Passt. Dann zeige ich euch noch schnell, wie man Mossikabel herstellen kann. Das ist, es gibt übrigens mehrere Möglichkeiten. Es geht auch über die Forestry-Version, die produziert dann nochmal nur gleichzeitig mit. Okay. Das machen wir aber nicht in dem Dings hier, sondern wir haben so einen coolen Tisch. Das Ding hier haben wir ja. Und da kommt dann das ganze Zeugs rein. Wir tun das hier hin. Das hier hin. Einmal Wasser dazu. Und wir kriegen jede Menge Mossstone. Perfekt. So geht es, wenn man es schnell haben will. Man kann es natürlich auch langsam machen und jedes Mal einzeln hochlaufen. Dann will ich Board of Moss. Ich denke, dass ich den vor allem auf Hatchet haben will. Und damit ist es erledigt. Schön. Ich denke, dass ich da, also wie gesagt, ich werde mal ein bisschen farmen gehen für Samen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die komplette Farm hier austauschen will. Oder nicht, oder doch. Ich weiß es noch nicht. Und vielleicht will ich auch das, den Raum ausbauen. Dann denke ich, dass wir hier nochmal, dass wir so eine kleine Trennwand haben. Und dann gehen wir hier ein bisschen runter. Und dann kommt dann so ein bisschen der Arbeitsraum. Oder die erstmal die Tierfarm, da kommen die Arbeitsräume. Stimmt, Tierfarm. Da fällt mir ein, ich werde nochmal ein bisschen von dem Zeugs brauchen. Und dann werde ich eventuell demnächst mal ein bisschen forschen. Stimmt, wir haben... Ah, wir haben Shards. Genau, ich weiß genau, was ich machen will. Ich will demnächst eine Soul... eine Four... Mal einen Moment. Soul Shards werden wie gemacht? Ich hatte doch irgendein Rezept dafür. Ist ja egal, wie auch immer. Ich werde dir jedenfalls mal ein bisschen von dem Zeugs hier abbauen, weil ich das unbedingt brauchen kann. Ich hätte natürlich dafür eine Schaufel verwenden sollen, aber... Ich hatte die eine Spitzhacke da und dann ging es am besten. Natürlich, ich verschwende Unmengen an Aufladung, aber ist es wirklich ein Problem mit dem, was wir hier an Sachen haben? Nicht wirklich. Boah. Ja, ich werde einfach so einen Schwung haben. Das werde ich dann abgebaut haben, nämlich im nächsten Mal eine schöne kleine Farm angelegt haben. Eventuell haben wir dann schon unser erstes Apiary. Und dann werde ich langsam... Ja, genau. Ich werde dann hier anfangen,
Samen zu sammeln. Es kann gut sein, dass ich hier einfach hier draußen nochmal ein bisschen normale Farm anlege. Mit Weizen und so. Sehr, sehr gut wahrscheinlich. Vor allem mit der Menge an Bone Meal, die ich habe, kann ich das auch super schnell groß machen. Und ich denke, dass das fast ausreichen sollte an den Dingern. Für den Anfang. Ich kann ja hauptsächlich Erde verwenden und an ein paar Stellen halt dann das Zeugs. Ich will es ja nur haben, dass es ein bisschen schöner aussieht und dass eigene Tiere spawnen können und dass Schafe was essen können. So, die Dinge kommen mal hier drüben hin. Okay, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, Tiere werden beim nächsten Mal da sein und dann dürfte das schon fast passen. Kann ich mit dem Formonomicon irgendwas Cooles machen? Ich glaube nicht. Stimmt, dafür brauche ich Wolle. Wolle kann ich sowieso relativ einfach herstellen. Also es kann gut sein, dass ich die Forschung nachher schon abgeschlossen, also beim nächsten Mal schon abgeschlossen habe. Die ich dafür brauche. Extra Bees ist drauf, dann könnten nämlich die Bees auch gehen. Das wäre natürlich interessant, dann könnte ich nämlich die Forschung alle machen. Was weiß ich. Genau, die Sachen einmal hier voll machen. So, Wolle, zwei Stück. Die werde ich dann demnächst verbrauchen. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns. See you, Leute. Bye bye. Ach ja, vielleicht nehme ich auch den Teil zwischendurch hier auf und werde den einfach so hochladen, dass ihr mich mal wieder ein bisschen beim Farmen seht. Dass ihr mal ein bisschen was von dem ganzen Aufwand bekommt. Oh, und ich habe eine wichtige Sache vergessen. Hehehehe. Das erste Mal, das kommt hier hin. Ich brauche nämlich noch meine Headshot. Naja, wir sehen uns. See you, Leute. Bye bye.